Sonne steht. Du gehst das in die ideale Form des direkten Umgangs. Das ist das im Prinzip ein direkter Fluss, der vom Innen nach außen sich vollzieht. Da ist nichts mehr dazwischen. Bleibst du kurz bei dem Bild? Hasenkamp, die kommen da nicht ran. Ja, aber das sind jetzt 1,90 hoch und die sind 2,40 hoch. Das Bild hat eine Höhe von 1,80, das daneben von 1,90. Aber es ist auch wirklich das einzige Bild, was anders ist als die anderen. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie platzieren wir das Ganze dann, damit es dann einheitlich wird. So geballt habe ich die eben auch noch nie nebeneinander platzieren können. Ich habe ja nirgendwo den Platz. Ja. 100 Meter, wo hat man so viel Platz? Schon fantastisch. Das finde ich halt irgendwie schön, wenn man dieses Chaos wieder in einen Ruhekontext setzt. Ja? Wenn man eine klare Fläche hat durch den Himmel beispielsweise oder durch ein architektonisches Element. Also dadurch bekommt das Abstrakte wieder eine konkrete Form. Damit versuche ich ja auch, Elemente auch der Kunstgeschichte aufzugreifen und mehrere Sachen zu vereinen, weil ich ja nicht nur eine Richtung gut finde. Also es ist für mich ganz entscheidend, dass ich jetzt nicht nur malen möchte wie Nolde oder wie Hockney oder Hopper oder Monet oder ähnliches. Also ich nehme mir von all diesen großartigen Kollegen das, was ich für meine Malerei brauche.